Oh, hi und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Tekken DX bzw. Deluxe. Wir schauen uns die Demo-Variante an, die heute am 24. August 2017 in den eShop gelangte. Diese Demo ist natürlich nur ein kleiner Vorgeschmack auf das volle Spiel, was uns am 22. September 2017 erwartet. Ich bin gespannt darauf und ich würde sagen, wir schnacken ja auch nicht weiter rum, sondern wir starten direkt mal. Ich will ja sehen, wie sich das Spiel verbessert hat, grafisch als auch spielerisch. Wobei spielerisch wird sich da, glaube ich, nicht allzu viel getan haben, weil das Spiel schon ziemlich super war, spielerisch. Aber grafisch auf jeden Fall. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Gut, das Tutorial brauchen wir nicht, da ich mich jetzt schon als, okay ansehe, würde ich sagen. In der Demo-Version kannst du 15 Kämpfe bestreiten. Noch übrig 15. Das ist interessant. Tatsächlich gibt es mittlerweile schon ein Workaround, um halt eben mehr Kämpfe bestreiten zu können. Dazu muss man die Demo aber anscheinend neu runterladen. Interessant, braucht man jetzt nicht unbedingt. Allerdings kann man die Demo, glaube ich, auch nur lokal spielen. Genau, nur lokal, also geht eh nicht online. Von daher ist das halb so tragisch tatsächlich, weil der will schon die ganze Zeit nur gegen CPUs kämpfen. Ich nicht. Gut, wir machen aber jetzt mal einen Einzelkampf und schauen mal, was uns denn das Spiel hier so zu bieten hat. Wir dürfen spielen als Pikachu, als Empoleon und als Glurak. Alle anderen sind gerade tatsächlich nicht freigeschaltet. Aber, soweit ich das noch mit Erinnerung habe, so wurde es zumindest damals angekündigt, alle Pokémon sind in der Vollversion direkt freigeschaltet. Das heißt, man muss keine Pokémon extra noch freispielen. Und das sehen wir ja auch quasi jetzt gerade hier, denn die Pokémon-Auswahl, ja, auch wenn es jetzt hier gerade gelockt ist, aber das ist natürlich nur wegen der Demo. Okay, aber schauen wir mal ganz kurz rein. Darkrai haben wir hier einen Techniktypen, wir haben Logok einen Standardtypen, Pikachu auch als Standard. Lucario, Standard, Gardevoir, Technik, Rester Pikachu, Tempo, Sherox ist Typ Kraft, Illibunkel ist Typ Tempo, Levaldro, Tempo, Gengar, Technik, Silvaro, Standard, Machomai, Kraft, logisch. Fünks dürfte, glaube ich, auch Technik sein, oder? Ne, Standard, Rutena, tut mir leid, ich sage jedes Mal Fünks, egal. Rutena, Standard, Empoleon, Standard, Mewtwo, Standard, Skelabra, Kraft, Suicune, Standard, ist Nibuna, Tempo, Lurak, Kraft, Knackrak, Kraft, Schatten Mewtwo, Technik. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich das Ganze so vorlese. Ihr seht, die Pokémon sind eingeteilt in, sind jetzt mittlerweile vier Typen, ne? Ich glaube, Standard gab es damals. Gab es damals schon Standard? Meine ich mich nicht daran erinnern zu können, kann aber auch sein, dass ich das einfach vergessen habe. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Typen. Technik, Kraft, Tempo und anscheinend Standard. Tempotypen sind natürlich besonders schnell, wie der Name schon sagt. Techniktypen sind mehr so auf Technik aus, Krafttypen auf Kraft und Standard ist mehr so ausgewogen. Ich persönlich bevorzuge ja hier mit Wrestler Pikachu eher die Tempotypen. Allerdings haben wir davon gerade keinen Typen freigeschaltet, leider. Der ist ein bisschen schade. Wir schauen uns auf jeden Fall mal Empoleon an, weil es der erste neue Charakter ist, der hier in der Demo spielbar ist. Und deswegen tryen wir den mal aus. Wir können Seraphifeu und Lapras als Helfer-Pokémon nehmen. Gucken wir mal ganz kurz rüber. Ich glaube aber, neue Helfer-Pokémon scheint es auch nicht zu geben. Aber wir schauen mal ganz kurz rüber. Flammiau! Angriff Feuerzahn. Wobei, Flammiau. Doch, Flammiau und Ropper sind neu, tatsächlich. Doch, ich bin ein Idiot. Ja, die sind neu dazugekommen in der DX-Variante. Können wir aber leider nicht ausprobieren. Schade drum. Eine Aufladattacke, die Distanzangriffe neutralisiert. Wird stärker, je niedriger deine KP sind. Das ist okay. Springt zweimal in der Luft, Angriffe, okay. Das ist gut. Es gibt ja die Helfer-Pokémon sind ja auch eingeteilt in drei Gruppen. Ich glaube, Saboteure gab es und ich habe es gerade nicht mehr so drauf. Doch hier, da, Saboteure, Angreifer und Verstärker. Ich glaube, das waren alle Gruppen. Verstärker verstärken natürlich insofern unsere, also die buffen uns hoch quasi. Angreifer greifen halt das Ziel an. Das nutze ich persönlich, habe ja immer Fünks benutzt. Aber wobei, das ist mehr so ein Saboteur sehe ich gerade. Egal. Ist okay. Wir gucken uns das jetzt nicht mehr so genau an. Ich gehe mal ganz kurz rüber. Ansonsten könnt ihr auch noch, sag ich mal, euch das privat in der Demo ansehen. Schau mir ganz kurz rüber, was da steht. Falls ihr euch das durchlesen wollt, könnt ihr das Video kurz anhalten und durchlesen, was diese besagten Helfer-Pokémon denn so machen. Oh, was mache ich denn da? Ich bin verrutscht. Das ist aber okay. Das dürften jetzt alle gewesen sein. So, wir nehmen jetzt halt... Nehmen wir Serpifeu und Lapras. Ich glaube, Serpifeu kam... Nee, Serpifeu ist auch nicht neu. Wir nehmen mal Reshiram und Cresselia. Das ist, denke ich, okay.
Und dann schauen wir mal. Unser erster Kampf ist gegen Pikachu. Dann wollen wir mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich jetzt mit diesem Pokémon schlagen werde. Aber was ich auf jeden Fall sehe, sind die Schatten haben immer noch das Problem, was sie auch auf der Wii U-Version hatten. Und zwar, dass sie so ein leichtes Muster formen, wenn sie im Gesicht sind. Das ist so ein eckiges Muster. So. Das gefällt mir immer noch nicht. Aber es ist deutlich reduziert worden in dieser Version. Das ist schon mal ein deutliches Plus zur Pokémon Tekken auf der Wii U. Grafisch deutlich aufgehübscht. Es wirkt auch nicht mehr so blass wie die alte Variante. Was heißt blass? Also die Charaktere wirken deutlich aufgelöster. Hoch aufgelöster. Muss ich gerade mal eingestehen. Sieht besser aus. Gefällt mir. Aber es könnte noch ein Ticken schöner aussehen, habe ich so im Gefühl. Das ist leicht schade. Okay, der Angriff funktioniert hier so nicht. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, versuchen, wie mit Wrestler Pikachu zu spielen, aber das funktioniert nicht so gut. Auch wenn ich trotzdem relativ viel Schaden ausgeteilt habe. Ich sehe schon, die Bots scheinen auf Stufe leicht zu sein. Wenn überhaupt. So, erster Kampf geschafft. Ja, dann nehmen wir Reshiram. Dann können wir auch mal Reshiram nochmal zeigen. Reshiram macht ja so einen Art Angriff aus der Luft. Das ist ganz interessant. Jetzt schauen wir mal, was Reshiram jetzt hier so macht. Bam, 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 bam. Du sollst dich blocken. Okay. Mein Synergy Gate ist voll. Also mein Limit. Das kann ich auch. Ich muss aber gerade zugeben, die Limit-Anzeige. Also ich hoffe, man kann, wie damals noch, das Button-Layout. Hä? Irgendwie hat mein... Ich habe keine Ahnung, wie Empoleon funktioniert. Also so literally gar nicht. Ich komme überhaupt nicht klar. Das ist richtig hart schade. Entweder habe ich einen richtig ekligen Gegner für Empoleon, aber ich komme so gar nicht klar. Ich komme überhaupt nicht an Pikachu rangeführt. Trotzdem besiege ich es. Das ist ein bisschen tragisch schon fast. Ich würde eigentlich gerne den Limitschlag noch zeigen, aber irgendwie hat das vorher nicht funktioniert. Das ist ein bisschen seltsam. Wir werden einfach nochmal mit Empoleon jetzt spielen und hoffen, dass ich dann jetzt irgendwie gehandelt bekomme, dass es funktioniert. Weil irgendwie war das seltsam, dieser Kampf. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Eigentlich müsste ich sowas von aus Maul bekommen haben, aber irgendwie auch nicht. Ja, vielen Dank fürs Spielen. Ach, kein Thema. Mach ich doch gerne. Wir gehen zurück in den Titelbildschirm. Ich brauche jetzt nicht in den E-Shop gehen, weil das Spiel ist ja noch nicht draußen. Von daher ist das ja egal. Ich muss jetzt jedes Mal das Tutorial skippen. Ist ja blöd. So. Bitte. So. Okay. Wir haben noch 14 Kämpfe. Das ist vollkommen in Ordnung. Schauen wir mal. Wir spielen jetzt noch einmal mit Empoleon, weil ich gerne den Limitschlag schon zeigen würde. Nehmen wir mal Serpifeuer und Lapras als Helfer. Vielleicht hilft mir das ja. Warum Pikachu? Schon wieder. Hätte auch Glurak sein können. Bitte. Bitte. Das wäre doch möglich gewesen. Spiel. Dann nehmen wir Serpifeu. Den bin ich auch gespannt. Aber Mia ist dann wieder nur in Japanisch und Englisch verfügbar, würde ich jetzt schätzen. Zumindest wirkt es so, weil sie spricht gerade auf Englisch. Gut, das kann man in der Demo natürlich nicht umstellen, aber in der Pokémon Tekken für die Wii U konnte man... Warum macht der denn irgendwie... Irgendwie ist alles seltsam. Alles seltsam. Geh bitte. Bitte. Serpifeu, mach was. Der Greifangriff. Das dürfte einen Phasenwechsel einleiten und ich krieg ein bisschen Limit dazu. Wunderhübsch. Ich habe keinen Angriff, womit ich schnell rankomme an ihn. Außer den Verfolgungsangriff, den Standardverfolgungsangriff. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. So. Irgendwie, wenn ich den jetzt besiege, ist er down. Und ich würde gerne den Limitschlag machen. Greif mich bitte ein paar Mal an, Pikachu. Bitte. Bitte, noch einmal. Danke. So, jetzt aber. Jetzt bist du aber deutlich nah genug dran. Geht doch. Ausgezeichnet, will ja wohl meinen, ne? Wenn ich jetzt hier mich schon darauf herablassen muss,
mit Empoleon ein zweites Mal diesen Cringe zu machen, weil ich mit Empoleon nicht klarkomme, dann soll das schon ausgezeichnet werden. So. Okay. Bitte! Lass mich in Ruhe! Hilfe! Das Pikachu ist ein bisschen aggro. Das ist Aggro-Chu, das mag ich nicht. Bitte, lass das. So, Phasenwechsel. Nur für dich. Und ich habe noch einen Limitschlag für dich tatsächlich, weil du eh auf leicht bist. Wirst du den so einstecken? Kein Thema. Natürlich muss man seinen Limitschlag ein bisschen besser planen, um den sonst einzusetzen. Normaler Gegner wird das jetzt natürlich nicht zulassen, aber wir spielen gegen den CPU. Der ist dumm. Das ist voll okay für den. Der mag das. Ne? Seht ihr? Der mag das. Ist absolut kein Ding für den. Aber ja, das ist Empoleon. Neuzugang in Pokémon Tekken DX. Und ja, mal gucken, wie der sich so schlagen wird. Ich persönlich habe leichte Probleme, mit dem klarzukommen. Muss aber auch dazu sagen, ich bin Tempotypen gewohnt und keine Standardtypen. Mit Standardtypen kam ich generell noch nicht so klar. Deswegen lasst euch jetzt nicht von meinen schlechten Kampfkünsten da irritieren. Das kann schon mal passieren, wenn man andere Typen gewohnt ist. Aber ja, das so auf jeden Fall zur Pokémon Tekken DX Demo. Falls ihr wollt, dass wir nochmal uns das Ganze angucken, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare oder lasst ein Like da. Oder nutzt jetzt die Infokarte, die jetzt aufploppt und stimmt da ab. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Dieses Ananas, haut rein. Bis dann und ciao.